Blick und dann eben bis in die Hinterhand gehen, um einfach mal so die funktionelle Anatomie mal so ein bisschen in uns aufgehen zu lassen. Das Maul besteht aus dem Unterkiefer, dem zahnlosen Teil des Unterkiefers, das nennt man Laden. Diese Laden, die können scharfkantig sein, sie können aber auch wulstig sein, also unempfindlich. Dann kann das Pferd mit einer dicken und wulstigen Unterlippe ausgestattet sein, wo das Gebiss dann drauf liegt, wo also das Pferd wenig Einwirkung verspürt. Also auch dem müssen wir Rechnung tragen, um die Weite des Gebisses festzulegen. Dann sollten wir aufpassen, ob das Gebiss nun jetzt doppelt gebrochen sein soll oder ob es einfach gebrochen ist. Dann gibt es auch die Tornado-Gebisse, die etwas in sich verdreht sind, aber wenn man sie annimmt, dann weich im Maul liegen. Die Zunge ist dazu da, um das Gebiss aufzunehmen, weich aufzunehmen. Deswegen sagen wir immer, das Pferd muss in Anlehnung gehen. Wir müssen ihm die Anlehnung bieten. Und nur das gewährleistet es auch, dass das Pferd dann weich an die Hand herantritt, sich an der Hand etwas abstößt, nicht im Sinne des Stoßens, sondern das akzeptiert und sich zurücknimmt, um hinterher die Paraden, die dann ein Pferd erfahren muss, über Herannahme der treibenden Hilfe in die relative Aufrichtung mit vermehrter Lastaufnahme aus der Hinterhand zu kommen. Das ist sehr wichtig. Also, wenn aber das Pferd ein Zungenbett hat, das ganz flach ist, dann liegt die Zunge oben drin. Wenn auch das Pferd dann noch einen Gaumen hat, der sehr ausgeprägt ist, oder ein junges Pferd, das eine Entzündung im Gaumen hat durch ein Gebiss, weil das Gebiss immer mit diesem Gebissende, also mit dem Knebel, in den Gaumen hineinstößt, dann bekommt das Pferd einen sogenannten Frosch. Haben Sie schon mal gehört? Ein Frosch, das ist ein entzündlicher Geschwulst, ein Schwamm. Früher sind die Tierärzte dahingegangen, haben kein großes Federlesens gemacht. Die haben einfach ein Skalpell genommen, das aufgeschlitzt und Salz reingedrückt, sodass also dort eine künstliche Entzündung entstand und dadurch keine Infektion entstand. Alles harte Sachen, nicht? Die haben früher auch die Pferde gebrannt, vorne an den Beinen. Warum haben sie gebrannt? Weil dann die Pferde ein paar Monate stehen mussten. Ohne Brennen hätten sie auch stehen müssen, wären auch gesund gewesen. Alles Vor- und Nachteile. Heute werden auch Polo-Pferde schon mal gebrannt in ihrer Zeit, wo sie dann Pause haben, um das Sehnengewebe wieder zu straffen über eine künstliche Entzündung. Das ist also Sinn und Zweck. So, jetzt nochmal dazu zum Maul. Das Maul des Pferdes ist nicht dazu gemacht, ein Gebiss zu tragen und schon gar nicht, um zwei Gebisse zu tragen. Also müssen wir doppelt aufpassen, um mit unserer Anlehnung und mit der Einwirkung der Hand fein einzuwirken. Das fängt aber beim jungen Pferd an, beim ganz jungen Pferd, mit Paraden. Das heißt, dass das ganz junge Pferd über eine Parade parieren muss. Schon als Fohlen muss das junge Pferd wissen, ich darf dieses und jenes machen. Und je früher ein Pferd damit anfängt, umso feiner ist es dann später auch zu handhaben. Ist egal, was es ist. Die Sensibilität in der Reiterei spielt eine ganz, ganz große Rolle. Wenn Sie anfangen zu ziehen vorne, um ein Pferd zu parieren, dann hat das Pferd nicht gelernt, das Gebiss anzunehmen, um dem auch auszuweichen nach rückwärts. Also, das junge Pferd muss lernen, die Hand anzunehmen. Das junge Pferd muss lernen, die treibenden Hilfen anzunehmen. Dieses beides bei entsprechender Ausbildung nach mehreren Jahren zusammenwirken, ergibt dann die Selbsthaltung, dann auch die relative Aufrichtung des Pferdes. Wissen die alle, was die relative Aufrichtung ist? Nicht das, was man häufig sieht, die absolute Aufrichtung, die also praktisch nur mit der Hand gegeben wird. Das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen auch kein Pferd, die übermäßig überdehnt werden, die mit dem neuen Wort der Rollkur Hyperflexen geritten werden, die sich dann praktisch in eine gewollte Hilflosigkeit begeben müssen und praktisch immer in einer Demutshaltung laufen. Wollen wir auch nicht, hat mit klassischer Ausbildung nichts zu tun. Das ist einfach eine bequeme Sache, wo wir ein Pferd gewollt unterordnen, wenn auch mit aggressiven Mitteln. Das geht nicht, ist total abzulehnen. Gott sei Dank hat sich das bei der letzten Olympiade für die breite Öffentlichkeit gezeigt, dass es auch anders geht. Das englische Team und das deutsche Team haben in einer ganz hervorragenden, auch das dänische Team und andere auch, in ganz hervorragender Weise die klassische Reiterei in der Öffentlichkeit gezeigt, worüber mehr oder weniger die Pferde dann doch dankbar sind.
Heute müssen wir aufpassen, dass wir nicht noch angezeigt werden, denn wir haben das alles gelesen über die PETA, die nun jetzt der Tierschutzvereinigung, die sehr mächtig ist und die nun jetzt wirklich die Augen aufmachen, dass also pferdegerecht ausgebildet wird und nicht mit aggressiven Mitteln. Sonst haben wir hinterher kein Pferd mehr, das unterm Sattel geht, sondern auch nicht mehr in der Boxe, sondern im Zoo zu bewundern ist. Also passen wir auf, dass wir also die Pferde wirklich pferdegerecht und auch richtig pferdegerecht ausbilden und nicht mit aggressiven Mitteln die Pferde in eine bestimmte Haltung zwingen. Aber die Pferdeliebe sollte dann dahin gehen, dass zum Beispiel würde ich diese Kandare ein wenig höher hängen, damit also die Kandare nicht zu tief auf diesem Unterkiefer liegt. Dann sollte sie weit genug sein. Hat da zum Beispiel gar keine Wirkung. Stimmt? Ja, das ist also zu weit. Das müsste jetzt also ein Loch etwas besser geschnallt sein, kürzer geschnallt sein. So, dann schauen wir uns mal das Genickstück an. Das ist also wirklich hier sehr, sehr gut gelöst, denn wir haben hier manchmal dieses Reithalfter mit den Backenstücken und dann das Genickstück. Und Sie sehen häufig auf Turnieren, nicht hier, das ist wunderschön weit, das ist ganz prima gehalten, dass also das Reithalfter sehr festgezogen wird, um eine Tätigkeit des Maules zu unterbinden. Nein, weil die Reiter meinen, dadurch hätten sie eine leichtere Hand oder das Pferd leichter in der Hand. Das Pferd muss das Maul zuhalten. Aber wo ist denn das Problem? Das Problem liegt darin, dass die Anlehnung nur scheinbar für einen Moment besser wird. Denn das Pferd hat ja, was wir vorhin gesprochen haben, eine Zunge und dann den Gaumen. Für Gebisse eigentlich gar nicht gemacht. Aber das Pferd produziert immer wieder Flüssigkeit und das einen halben Eimer voll im Laufe einer Stunde. Und so viel sabbern kann das Pferd gar nicht, aber es muss es schlucken. Und wenn das Maul zugezogen wird, jedes Mal macht das Pferd eine Kaubewegung und der Kopf ist ja keilförmig ausgebildet und der Nasenriemen wird nach unten gezogen bei jedem Mal der Kaubewegung. Und der Druck, der hier entsteht, ist nicht schlimm, das macht dem Pferd nichts. Aber der Druck, der dann oben im Genick entsteht, das ist das Problem. Und wir wollen ja immer ein feines Zaumzeug haben, das muss sehr schmale Riemen haben. Und der schmale Riemen muss natürlich auch dort oben dann sein. Und das ist halt das Problem. Das kann man einfach lösen, indem man also dieses Backenstück hier so verläuft und hier oben breit enden lässt. Das mit einer breiten Auflagefläche, sodass dort kein punktueller Druck entsteht. Ja, verstehen Sie, was ich meine? Und es gibt also Trensen, die so gebaut sind wie diese auch hier. Das ist sehr gut gelöst, das hast du fein gemacht. Das ist super. Darf ich du sagen? Ja, klar. Na klar, gut. Okay. Aber hier würde ich dann, auch weil das alles so perfekt ist, dann würde ich sagen, ab und zu muss da mal so ein bisschen sauber gemacht werden, dass es glänzt. Ja, da ist Gebiss kommt. Aha, also wird das gemacht. Also wenn die Schuhe und Stiefel nicht mehr geputzt werden können, werden neue gekauft. Nein, das kann man wunderbar machen. Das ist nämlich schwer, aber okay. So, da könnte also das Problem einmal im Maul entstehen und das Problem im Genick. Und dann wird das Pferd unruhig und wird also dann dem Reiter die Hand nehmen. Es pariert nicht mehr sensibel. Wir kriegen also dann dieses Zurücknehmen mit den Zügeln, jetzt sage ich nur mal mit den Zügeln, die halbe Parade wird ja mit beidem gemacht, mit den treibenden Hilfen, damit das Pferd in Gang bleibt und sich erhebt über die Halsung. Die Unterhalsung soll praktisch mehr oder weniger verschwinden, weil sich das Pferd in einer konvexen Haltung begeben soll. Dieses geht über den Rücken bis in die Hinterhand. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das erreichen und das muss ja auch ein junges Pferd erstmal lernen. So, und dieses Pferd ist also ein bisschen älter und wir fangen jetzt einfach an mit der Reiterei. Wenn Sie eine Frage haben, stellen Sie sie.